Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Slime Ranger. Jo, in der letzten Folge haben wir einen Goldblot gefunden, was ja schon mal sehr angenehm für uns ist. Obendrein kommt jetzt noch dazu, dass ich mir die Slimepedia-Einträge zum Goldblot durchgelesen habe. Und da steht drin, dass es an sich nur materiellen Wert hat oder so, keine Ahnung. Also werden wir mal testen, ob man es damit irgendwie für eine Kreuzung einsetzen kann. Wenn nicht, dann verlieren wir ungefähr im schlimmsten Fall 314 Gold. Und wenn man es doch für irgendwas gebrauchen kann, ja, umso besser. Und wir müssen noch einen Gockel finden in dieser Folge. Darf man ja auch nicht vergessen. Eieieiei. Oh, halt. Ihr seid hier die... Nee. Na komm, Gemüse für euch. Und Gemüse für euch. Ihr seid da auf einer wunderbaren Diät. Und die Quadrabären werden wir mal da drin verteilen. Ich glaube, wir werden mal versuchen, das Goldblatt mit einem Pinken zu kreuzen. Aus dem einfachen Grund. Ja, weil die Pinken einfach alles fressen. Einen anderen Grund gibt es dafür eigentlich gar nicht. Nun gut. So, neues Gehege. Hohe Wände. Von mir aus auch eine Musikbox. Fangnetz ist dann schon mittlerweile ein bisschen teuer. Nun gut, ein bisschen Geld müssen wir noch einsammeln. Ich glaube, das sollte uns gelingen. Weil Phosphor und Kristall haben wir noch. Moment. Explosivenplot haben wir ja noch ein bisschen was. Ja, guck mal. Phosphor. Dann verkaufen wir noch ein bisschen Knallplört und Gutes. Von den Knallern haben wir ja... Guck mal, 44 Stück. Au. Und ich würde mich mal freuen, wenn die es unterlassen würden, mich die ganze Zeit in die Luft zu jagen. Hier. Guck mal, hier sind auch nochmal 25 Stück drin. Allzu viele brauchen wir da nicht. Gut. So, mal schauen, wie viel Kleingeld wir da zusammenbekommen. Sehr gut. Könnte reichen. Für das letzte Gehege, was wir jetzt bauen. Um unsere Goldblot-Experimente zu basteln. Zu probieren. Zu experimentieren. Wie dem auch sei. Weiter, wir brauchen einen Gockel. Ich hoffe, wir finden hier unterwegs noch irgendwo ein. Klar, Futter werden wir mal mitnehmen. Noch ein bisschen pinkes Zeugs. Kommt schon, gebt mir einen Gockel. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir sind ein bisschen spät unterwegs. Oh, Gockel. Meiner. Oh, oh. Gut, wir haben einen neuen Gockel. Alles klar. Na dann, ab nach Hause. Na komm, ein paar Pinkies können wir noch mitnehmen. 10 Stück sollten da reichen. Gut. Mission complete. Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und wir bald eine eigene Goldblot-Produktion haben. So, den Gockel tun wir mal hier auswildern. So, Mädels. Da habt ihr mal den neuen. Nehmt den bitte nicht zu hart ran. Nee, du bist noch nicht alt. Hast du Glück gehabt. Sonst würde ich dich instant verfüttern. Na, da bin ich mal gespannt. Im schlimmsten Fall verflüchtigen die sich ja wieder instant. So, Fangnetz. Ein Plot-Sammler. Ein Futterautomaten. Sehr schön. Sonnenschild brauchen wir hier nicht. Und, frisst du das? Ich glaube, der Goldblurt ist so gesehen wertlos. Oder die Pinken können ihn einfach nicht fressen. Oder sie wollen ihn einfach nicht fressen.
Nun gut. Dann schmeißen wir den Goldblurt einfach mal in die Raffinerie. Vielleicht werden wir den ja für irgendwas anderes brauchen. So, die Teile sind bald fertig. Sehr schön. Aber guck mal, hier ist auch nochmal so ein Feld. Oh, ich alter Tollpatsch. Juhu, nun gut, nun gut, nun gut. Alles ist gut. Alter. Nö. Also der ist wirklich nur zum Verkaufen gut, oder? Ja, jetzt tanzen die. Was bekommen wir denn da Schönes? Glibberstein und Slimefossil. Nun gut, hier gibt es immerhin Glibberschleim. Nun gut, ich glaube, das werden wir für die weitere Forschung benötigen, oder? Moment, Moment. Was bist du denn? Oh, seltsamer Diamant. Kann ich mit den Glibbersteinen eigentlich auch irgendwas kreuzen? Oh, das sieht nach Teerflüssigkeit aus. Kann ich den Diamanten da reinschmeißen? Ja. Also, du gehst ja nicht. Aber Glibberstein geht dafür. Nun gut, dann haben wir wenigstens ein bisschen Glibberstein da drin. Slimefossil. Uröl. Dieses Zeug ist prähistorisch. Alles klar. Why not? So, rein mit dir. Uröl. Nun gut. Ein paar weitere von den Dingern könnte ich ja auch noch bauen, wenn ich mir ein bisschen Pinkblurt organisiere. Sollte jetzt nicht das große Problem sein, denke ich mir mal. Ach da, da ist die Karotte hin. Ja, hier wächst noch alles. Weißt du was, den Goldblurt verkaufen wir einfach. Nun gut, wunderbar. So, gib mal noch ein bisschen Pinkblurt her. Aha. Danke. Sehr aufmerksam von euch. Nun gut. Weißt du, eigentlich müsste ich alles hier verkaufen. Ne, die Knaller kann ich verkaufen und die Miezekatzen. Genau. Dann schleppen wir das restliche Zeug mal da hinten hin. Und bauen uns da nochmal ein oder zwei dieser Bohrer. Jo. So einfach ist das. Mal so eine Pumpe und nochmal so ein Bohrer. Dann sind wir eigentlich wieder pleite. Und wir sparen ja eigentlich auf den einen Schlüssel. Also für die Schatzkapseln. Von daher müssen wir hier noch ein bisschen sparen. Moment. Kann ich hier auch ein paar Sachen platzieren? Wir werden schon sehen, was dabei herauskommt. Nun gut, mehr Rackslime. Mehr Knallplurt. Miezekatzen. Miezekatzen? Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig, alles zusammenzubekommen.
Na, das macht ja nichts. Und dann sollten wir mal wieder erkunden gehen, weil wir haben ja noch diesen einen Schlüssel. Der passt bestimmt in irgendeine Tür. Aber ich will diesen Schatzkapselöffner. Haben wir hier noch was drin? Ja, 4 von denen. Und 4 von denen. Nun gut. So, natürlich verkaufen wir direkt mal alles. So, Red Blurt, Meats und Fels. Nee, es reicht nicht. Oh, guck mal. Das Obst nehme ich doch gerne an mich. Mädels, ihr kommt auch mal kurz mit. Oh, Moment. Das Steinhuhn sollte ich eventuell mal hier lassen. Dann kommst du mal mit. Genau, gönnt euch mal ein bisschen was. Guck mal. Die sind zwar noch nicht vom Baum gefallen, aber das macht ja nichts. Und hier liegt noch ein bisschen Plört rum. Den kann man sich ja gerne auch mal gönnen. Ja, das ist eine never-ending Story, hier die ganze Zeit alle zu füttern. Und ständig jedes einzelne Plört wegzubringen. Oh, da habe ich 2 Bierchen vergessen. Sehr gut, dann kommen die mal mit. Und das Gemüse hier nehmen wir auch mal mit, die Karotten. Ich weiß ganz genau, wie er sich darüber freuen wird. Wunderbar. Sehr schön. Dann wieder ab in die Höhle. Mitkommen. Und ihr braucht noch 19 Minuten. Jejejejejei. Also nächste Folge dann. Gut, erstmal die Karotten wieder hier reinstopfen. So. Quadrabeeren für euch. Ah, guck mal. Die produzieren ja richtig artig. Sehr schön. Das Zeug lasse ich noch drin. Und ja, hier nochmal ein bisschen was mitgenommen. Ah, guck mal, da ist immer noch eins drin. Und dann füllen wir noch euren Fressautomaten voll. Habt ihr noch ein bisschen Phosphor für mich? Ich glaube, eure Miezekatzen werde ich dann auch gleich mitnehmen. Nur damit es hier nicht zu voll wird. Und irgendwie müssen wir auf die 4500 kommen. Nun gut. Und es wird schon wieder Abend. Ist ja verrückt, wie in einem Spiel die Zeit vergeht. Au. So, natürlich nehmen wir euch 3 noch mit. Na, euch 3 dann auch. Nun gut, haben wir jetzt die 4500? Das würde mich freuen, wenn wir uns mal kurz auf den Weg machen könnten. So. Sehr schön. Jo, das reicht auf jeden Fall. Ich glaube, damit könnten wir sogar ein bisschen von diesem Forschungskram kaufen, aber das hier empfinde ich momentan als wichtiger. Ein Schatzknacker. Sehr gut. Dann hauen wir uns mal kurz aufs Ohr und brechen dann in den frühen Morgenstunden auf. Genau. So viel Zeit muss sein. Jetzt ist der Gockel schon wieder alt. Ich werde verrückt. Muss ich direkt mal einen neuen Gockel mitbringen. Eieieiei. Machen die das mit Absicht? Ich weiß es nicht. Moment, war hier nicht auch noch irgendwo eine Tür?
Klar, Pogofrüchte könnte ich jetzt mitnehmen. Ganzen Hühnchen, aber ich nehme erst einmal nur Gockel mit, wenn ich die sehe. Und wenn mich nicht täuscht. Nö. Wenn nicht alles täuscht, war ich hier hinten irgendwo die Tür, oder? Ah, ein Gockel. Sehr gut. Na komm, ihr Steinhühner. Könnt dann auch mal mitkommen. Und da haben wir direkt ein neues Gebiet erschlossen. So, wo führt das denn hin? In das Land der Steinhühner? Moment, ich habe dich genau gesehen. Wenn ich schon einen Slot mit Steinhühnern voll habe, dann nehme ich euch auch alle mit. Dasselbe gilt dann auch für euch. Au. Oh, die sind sauer. Nun gut. Dann schauen wir mal, dass wir hier verschwinden. Denn wir haben ja noch reichlich zu erkunden. Oh, mehr Gockel. Moment mal kurz. Hä? War der Schlüssel wirklich so sinnlos? Das ist doch lächerlich. Naja, gut. Was soll's? Na komm hoch da. Da wäre ich ja jederzeit hingekommen. Oder bilde ich es mir nur ein? Moment, geh mal hier entlang. Ich glaube, das hier ist ein neues Gebiet, oder? Oh, hi. Ja, sorry, ich habe keine Früchte dabei. Oh. Was ist denn da drin? Violette Slime-Lampe. Alles klar. Ja, ich bringe dir mal Früchte mit. Nun gut. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Ich glaube nicht. Aber gut, zumindest wissen wir, dass der da ist. Hi. Tschüss. Darf ich hier mal durch? Ich weiß, ihr wollt nur gefüttert werden und so, aber heute nicht. Gehen wir mal den langen Weg zurück. Oh, guck mal. Ist ja noch ein Tier unterwegs? Wenn ja, dann müssen wir ihn platt machen. Nicht wieder irgendwo abstürzen, wenn es geht. Nun gut. Ah, guck mal. Eine Kiste. Mit nichts Interessantem drin. Für den Augenblick. Und ja, ich weiß, ich sollte Nahrung sammeln, damit ich meine Slimes füttern kann. Aber naja, Moment, das können wir ja mitnehmen. Die paar Karotten werden uns schon nicht umbringen. Und wir die hier mitnehmen. Die Pfütz-Slimes sind ja sehr produktiv. Oh ja, ich müsste mal wieder ein bisschen entleeren. Nun gut. Pam, pam. Haben wir hier Hühnchen? Achso, stimmt ja, geht ja gar nicht. Moment. Ah, hier, ihr seid ja auch Fleischfresser. Ihr mögt auch Fleisch. Wunderbar. So, und dann haben wir hier noch diesen alten ledrigen Handschuh.
Da ist er ja. Gut. Wunderbar. Karotten sind wieder ausgegangen. Mhm. Na komm, eine kurze Futterrunde geht noch, auch wenn die Folge schon so ziemlich am Ende ist. Sehr gut. Hier alles mitgenommen. Wunderbar. Oh, der Baum ist hier auch wieder weg. Ja, da ich so viele Obstfresser habe, lohnt es sich definitiv, hier das Bärchen wieder anzupflanzen. Weißt du was? Futter. Futter, ich weiß, es reicht nicht für alle. Das reicht auch nicht für alle, aber hey, ist in Ordnung. Hauptsache, die produzieren ein bisschen was. Und du bleib da drin. Nun wunderbar. Dann kommt das Ganze mal hier hin. Ja, jetzt habe ich hier ein Gehege, wo nichts drin ist. Ist ja auch in Ordnung. Wir werden ja noch andere Kreaturen finden. Guck mal, hier wird nicht richtig abgesaugt. Das finde ich jetzt ein bisschen schlecht. Aber nur ein bisschen. Na komm, eine weitere kurze Verkaufsrunde wird uns nicht umbringen. Vor allem, weil Geld haben wir jetzt ein bisschen nötig. So, da können wir noch 10 mitnehmen. Wunderbar. Phosphor geht auch noch ein bisschen was. Hm, 6 Miezekatzen lohnt sich eigentlich nicht, aber komm, ich nehme euch trotzdem mal mit. Damit wir hier nicht komplett umsonst herumgelaufen sind. So, Miezekatzen. Das ist in Ordnung. Miezekatzen? Ja, ihr müsst euch ein bisschen mehr anstrengen. Das stimmt schon. Ah, die Preise sind ein bisschen unterschiedlich, aber passt schon. Oh, Pfützleim ist sehr wertvoll im Moment. Ich glaube, den sollte ich mal direkt noch abholen. Jo. Sehr gut. Und dann müssen wir Früchte sammeln, oder? Für den einen... War das ein Phosphor? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Du bleibst bitte hier. War es das schon? Ja, ich glaube ja. Na komm, die Hühnchen können auch mal mit. Dann schmeißen wir die bei uns ins Gehege. Sehr gut. So, und dann sammeln wir mal eine ganze Menge Gemüse. Ich meine natürlich Früchte. Für den einen Dicken. Der sich da hinten versteckt. Ich nehme noch die Hühner hier mit. Unsere Fleischfresser werden es uns danken. Ich glaube, wenn ich 50 Pogo-Früchte und 50 Quadrabeeren mitnehme, sollte das wirklich sehr ausreichend sein. Denke ich jetzt mal spontan. Ah, guck mal. Hat sich wirklich noch eine Kleinigkeit versteckt. Mädels, mitkommen. Gut. Ja, hoch da.
Und hier rein und erstmal ein paar Hühnchen hier, Hühner hier rein, damit die sich noch vermehren können. Dann bekommt ihr hier eure Hühner. Nee, Früchte bleiben jetzt erstmal. Bekommt ihr hier noch ein bisschen Gemüse. So, und dann sparen wir eigentlich die Früchte, genau. Dauert ja nicht mehr lange, bis die alle reif sind. Oh ja, das ist ein sehr guter Preis. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich für euch, ich meine natürlich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.